Ein Albtraum des Grauens steigt aus der Gruft. Ein jahrtausendealter Fluch der Pharaonen geht in Erfüllung. Eine Mumie erwacht wieder zum Leben, um den Frevel zu rächen. Die Geschichte begann im alten Ägypten, als der Pharao Mentat von seinem Thron gestürzt wurde. Brem! Flieh mit Kato B! Als sein Sohn Kato B auf der Flucht umkam und mit dem heiligen Leichentuch, das mystische Kraft über Leben und Tod besitzt, in der Wüste begraben wurde. Haben Sie ihn verstanden? Er sagt, dass wir sterben werden, wenn wir die Gruft des Pharaonenprinzen Kato B aufbrechen. Niemand nahm die Warnung ernst, bis alle durch furchtbare Geschehnisse eines Besseren belehrt wurden. Der Fluch auf dem Leichentuch der Mumie wurde zur grausamen Wirklichkeit. Das ist der Leiter der britischen Expedition, die auf der Suche nach der unbekannten Grabkammer ist. Dieser reiche, skrupellose Industrielle glaubt, dass er mit seinem Geld selbst den Teufel bestechen kann. Doch sein Sohn weiß, dass es kein Entrinnen gibt. Irgendjemand oder irgendetwas will uns vernichten. Und es wird uns finden, wo immer wir auch hingehen. Die Frau des Industriellen bangt um das Leben ihres Mannes und ihres Sohnes. Und ich sehe ihren Tod. Die Hellseherin Haiti erblickt in den Reflexen der Kristallkugel Vergangenheit und grauenvolle Zukunft. Nur die junge Ägyptologin weiß um die geheimnisvolle Macht, die ihrer aller Leben bedroht. Meinen Sie etwa, ich werde auch getötet? Ja, in ein paar Minuten werden Sie auch tot sein. Töte sie! Töte sie! Nach 4000 Jahren wieder zum Leben erweckt, um den Fluch der Pharaonen zu erfüllen. Eine Mumie terrorisiert eine Stadt. Unverwundbar nimmt sie grausame Rache. Ein Albtraum des Grauens.